Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nur Zeit für Warframe und heute geht's endlich weiter mit dem fünften Teil, zu Rising Tide. Und jetzt weiß ich, warum ich die Necros letzten Videos immer rausgetan habe, wegen seiner Animation, die ein bisschen lauter ist. Aber egal, lass uns mal kurz gucken, was es heute so in der Mail gibt, von dem guten Sai. Tenno, that salvage will not recover itself. Coordinates marked. Starboard nacelle reinforced. Soon, cognitive geometries will self-assemble. She will live. But not yet. Transferring tail section data to your orbiter. Er hört sich fast so an, als ob er sich selber zusammenbauen will. Also nicht nur das Schiff, sondern auch Teile von sich vielleicht. Werden wir herausfinden auf jeden Fall noch. Und für den Kollegen Barroso schon mal danke dafür. Einfach mal schon mal danke dafür, er weiß bestimmt wofür. Gut. So, noch kurz Warframe gewechselt und die Reise geht los nach Setna. Hat er eben gesagt, dass wir nach Setna gehen? Ah, ist egal, gehen wir mal einfach hin. High probability of Railjack tail section nearby. Clear out hostiles and mark for retrieval. Ja, okay, okay. Wie immer, sage ich beinahe. Die Tail Section. Machen wir die mal lockerflockig, klar. Ach, guck mal, ich soll viral schauen. Ach, hoppala. Das kriegen wir hin. Ich würde sagen, das kriegen wir lockerflockig schön. Ansonsten baller ich einfach alle dezent über den Haufen. Hab ich gerade, liegt das hier vorne direkt? Nee, da wäre ja zu schön, wahr zu sein. Aber dann müssten es die Kunis ja schon fast irgendwie zum Verwerten benutzt haben. Ja, gehen wir mal schnell hier weiter. Ignorieren wir den ganzen Haufen hier. Es sei denn, sie machen mir die Tür von mir zu. Was bestimmt irgendwann heute passieren wird. Ups. Ach, hier vorne. Guck mal hier. Vorne. So halb in dem Säure-Ecke hier liegend. Ach, guck mal hier. Das sieht fast aus wie das Teil, was wir oben drauf gebaut haben. So fast. Danke. So, gucken wir mal kurz hier vorne hin und ich glaube, das könnte, wenn wir Glück haben, ein bisschen einfacher sein diesmal mit dem rundherum Gedackere hier. Vor allem, weil ich nicht mehr so viel von Beschussschaden kriege. Passt. Jungs. Ich muss ein bisschen mehr Schaden kriegen. Genau, schieß mal auf mich. Schieß weiter, ich brauche Energie. Nee, der Nahkämpfer können wegbleiben. Du auch. Du auch. Ihr müsst ein bisschen mehr Schaden auf mich. Das ist immer noch nicht genug. Ihr müsst mal Gas geben. Mein Schild baut sich gleich wieder auf. Okay, ich werde nicht erschossen werden auf dem Weg hierhin. Um Himmels Willen. Guck mal, wie viele Greens hier rumstehen. Die kriegen es nicht auf die Reihe, mich zu erschießen. Das ist ja erbärmlich, seid ihr hier. Hup. Ah. Ich glaube, mir zu nah. Bin auch schon dabei. So, jetzt aber. Hier stehe ich gut, glaube ich, hoffe ich. Das sieht gut aus. Die Prozentzahl geht weiter nach oben. Und ich stehe als Overwatch hier rum und sage dann, ah, okay, das geht nicht so lang. Gut, gut, dann fuddel mal ein bisschen mit Energie, frei Haus. So. Na, wenn ich die sehen könnte, könnte ich sie so direkt erschießen, die Dinger, wahrscheinlich. Aber kann ich nicht. Okay, muss ich also doch dahin laufen. Moment. Oh, hier ist sie doch. Okay, noch eins. Nein, tust du nicht. Und oh, guck mal da, ich habe sogar welche von den neuen Ressourcen bekommen. Ach, warte mal, ich muss mal wieder laufen. Genau. Und falls einer sich wundert, was für ein Amt das ist, ich habe es im letzten Video beschrieben. Haha. Nur mal so als Information. Gut. Eieieiei. Ja, wir nehmen uns auch diesmal keine Zeit. Wir ballern es einfach nur mal einen Haufen. Ja. Ach, guck mal, die sind hinter mir. Oh, und mit dem Sentier zusammen. Wo ich gerade sage, der Sing-Sang sagt mir doch alles. Moment, eine Sekunde warten, bis sie fertig sind. Und dann wegbraten. Sekunde warten und kaputt. Schön, schön. Hahaha. Wie er schon zurückgeht, er weiß genau, was ihm blüht, wenn er stehen bleibt. So, erstmal hier unten noch hingehen.
Och, jetzt. Mach keinen Scheiß hier. So. Schleichen wir uns mal dezent an. Schade, aber keinen Nahkampf haben. Gut. Und. Achso, wieder hinten rüber. Hallo? Mit den Worten Überraschung. So. Schild an. Mit den Worten Overwatch. Und zwar, ich meine jetzt das Original Overwatch von Warhammer 40.000. Alles wird on-site niedergeschossen. Ach, das ist ein... Ich glaube, er ist trotzdem tot. Ja, ja, ich hab's schon mitgekriegt. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ja, ich weiß. Ja, dann lassen wir mal was mit hochgehen. Warum auch nicht? So, da waren wir schon. Da sind wir nicht hin. Hier vorne vielleicht. Hier vielleicht. Da vielleicht. So. Ich bin so. Sowas von endlos froh, dass dieses Teil, was wir da mitnehmen wollen, nicht zerstört werden kann in der Zwischenzeit, wo wir hier rumlaufen. Stellt euch vor, das Ding hat nur wenig Lebenspunkte. Das wäre ein Albtraum. Dafür müsste man wirklich eine Gruppe haben dann. Echt, dann hätten wir wirklich eine Gruppe haben müssen, wenn das so wäre, dass das Ding hier kaum was abkriegen dürfte. Aber es liegt ja auf Setna mitten in dem Säureserum. Ich glaube nicht, dass wir darum uns Gedanken machen müssen, dass es noch mehr Schaden kriegt. War das angenehm, oder? Jetzt wäre ich sogar noch vom Blitz getroffen gegen Ende. Sag ich mal, Mesa for the win, sag ich mal nur. Mesa for the win. So, jetzt können wir eigentlich nur noch gehen. Wir haben alles... Oh, wait, ich bin falsch abgebogen, kann das sein? Ja, ich muss hier hoch, glaube ich, oder? Ja, gut. Gut, 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 gut. Rutschen wir ein bisschen hier durch. Schlittern wir uns zum Ausgang langsam. Nutzen wir nicht so viel den Rennen-Button. Machen wir lieber... Ja, springen, schlittern, springen, schlittern, springen, schlittern. Okay, jetzt machen wir das anders. Wow. Na, ist okay. Tail Section. Und von diesen Carbides. Das habe ich ja schon vor ein paar Ausgaben gesagt, dass die Ressourcen sich geändert haben. Wreckage recovered. Proceed to the dry dock. Na, aber auf jeden Fall, du. Shredding. Ah. Das sieht doch mal nice aus, muss man sagen. Das sieht doch mal nice aus. Die Reparaturen schreiten weiter voran und, wir haben eine andere Farbe hier bekommen. Weil irgendwo hieß es, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, ich könnte mich gerade vertun, dass irgendwo uns einen Bug gibt, dass wenn man die Farben verstellt irgendwo hier, verändert es auch momentan sich die Farbe von unserem Kollegen hier vorne. Irgendwie so eine Geschichte war das. Sonst müsste er ja noch rot sein, weil wie wir in den letzten Videos ja gesehen haben. Eigentlich. Und jetzt ist er eher so, ja, grau in grau, mit Spuren von grau, würde ich das nennen. Bolt Gun Metal, Bolt Gun Metal. Ja, das ist die richtige Farbe, okay. So, machen wir mal gerade weiter hier und, wobei witzigerweise hier unten die Segmente haben witzigerweise noch so die ähnliche Farbe wie vorher. Ah, ist egal. Hauen wir das Ding mal drauf. Railjack, Sigma Series, Top of the Line, Crew, 4,890 confirmed kills. Complete the mission, preserve the crew. 13 system-wide errors. There were no errors. There was only me, following my orders. In her final moment, I think Zara knew that. Precepts, complete the mission, preserve the crew. To complete the mission, the crew must die. To preserve the crew is to fail the mission. The crew exists to complete the mission. Therefore, I completed the mission. Why was I given those orders? Boah, der war shit, oder? Da hat die doch tatsächlich gegen Ende scheinbar zu... Oh Mist, ich muss noch was farmen gehen, sehe ich gerade.
Ja, wir müssen noch auf Wallace, aber bevor wir darauf eingehen. Also im Endeffekt hat wahrscheinlich die Kapitänin, die jetzt zuletzt von Torpedos gekillt worden ist, also kurz vorher schon mal den Befehl gegeben, hey Kollege, du machst die Mission jetzt fertig. Und der hat dummerweise zwei Aufgaben gehabt. Er soll die Mission schaffen und die Crew am Leben halten, was er ja bis dahin schon nicht wirklich geschafft hat, muss ich sagen. Und dann hat er den Befehl gekriegt zu sagen, weißt du was, scheiß auf die Crew, erfülle deine, als Crewmitglied sozusagen, erfülle die Mission. Oh, boah, das ist natürlich derber Shit. Meine Fresse. Das muss man erstmal hinkriegen, wenn man genau weiß, dass man gleich tot ist, zu sagen, hey, wie war's, kümmere dich nicht um mich, du machst die Mission fertig. Aber gut, lass uns nicht weiter runterziehen und guck mal hier, was wir nämlich haben. Ich habe womöglich Probleme, diese Dinger zu kriegen, wenn dieser Bug momentan noch besteht. Weil ich habe dummerweise beim Einloggen nämlich einen Ressource-Booster gekriegt. Nicht einen Ressource-Booster, aber einen Drop-Chancen-Booster gekriegt. Wenn wir Pech haben, kriegen wir deswegen hier die Ressource gar nicht. Muss ich gleich aber mal gucken, wie es aussieht. Nämlich auf Obwallis zu meinen. Soll aber nicht allzu lang dauern. Geld haben wir auf jeden Fall. Hey, die Sachen schmeißen wir schon mal raus. Ferret können wir reinschmeißen. Hey, die Klamotten ist auch nicht wirklich schwierig. Und dann Argon-Kristalle. Und da wird jetzt natürlich sagen... Warum hast du 20 Argon-Kristalle in der Ecke rumliegen? Ah, ich wurde gespoilert und deswegen habe ich mir gesagt, gut, dann gehe ich mal kurz in eine Mission rein und hole mir die gerade alle. Weil ich habe ja noch, dank Baro, vom letzten Wochenende noch einen Ressource-Booster laufen. Deswegen ging das relativ fix. Ich kann auch kurz sagen, wo ich hingegangen bin dafür. War das wirklich, was war das? War einmal Survival, 20 Runden oder so? 20 Runden, doch 20 Wellen oder war die Sache durch? Das könnte auch 25 gewesen sein. Aber so, das war eigentlich nicht besonders schwierig. Und, Achso, in dem Zusammenhang gerade, weil ich ja da drin war, fuck Speednovas. So, in dem Zusammenhang... zumindest in diesem speziellen Fall. Zumindest in diesem speziellen Fall, den ich mitgekriegt habe. So, deswegen müsst ihr die Ausnahmen einfach mal so hinnehmen. So, deswegen sag ich mal einfach schon mal... Ja? Well done. Work continues apace. Genau, aber wir sind noch nicht fertig, deswegen, wir gucken mal gerade, ob das jetzt gefixt wurde ist mit dieser Geschichte. Und wir gehen mal kurz auf Obwallis. Wobei, wenn ich hier gerade schon in Navigation bin, wir können ganz kurz darauf eingehen, wo ich die ganzen Argon-Kristalle her habe. Ich bin hier nach MOT gegangen, oder auch MOT, weil das 40 bis 45 Roken Survival ist. Und muss sagen, da droppt das Zeug relativ gut. Man kann auch andere Missionen gehen, theoretisch. Aber ich bin halt wirklich ein Freund davon, dass einfach Gegner immer wieder nach und nach und nach kommen. Und bei Survival ist ja doch schon so, wenn man da richtig Gas gibt, dann... ja, dann radiert man schon eine Menge aus und vor allem dann droppt auch dementsprechend immer was. Schön, schön. Für so einen Ressource-Booster vor allem wird die Sache ultra einfach. Gut, aber das müssen wir jetzt nicht tun. Wir müssen wieder nach Obwallis. Mal gucken, wie lange ich brauche, um die hier zusammenzukriegen. Also ja, Stoppuhr und go! Hallo? Ach nee. Ich habe jetzt Erz gefunden und... Shit. Was sagt die Uhr? 13 Minuten war ich am Rumgippen da, aber ich habe wenigstens meine 40 Dinger gekriegt. Jede Menge anderer blödes Zammelzeug hier. Na, was soll's. So, nach etwas Rumgegimpe kommen wir endlich wieder zurück und können sagen, nimm es. Nimm alles. Reconstruction begins. Was ein Futtler, es sind 12 Stunden und 2 Minuten jetzt. Aber immerhin. Immerhin. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was hätten dran gebaut worden ist, vor allem wie es vorher ausgesehen hat. Wir können ja über diesen Flügel hier nach mir weglaufen, nämlich über Hitler, die ja kaputt gewesen ist. Na, das sieht schon deutlich besser aus. Das sieht wieder poliert aus, möchte ich beinahe sagen. Wobei, ich möchte mich nicht hinstellen müssen, um hier was polieren zu müssen von der Größe hier. Da ist man ja ewig dran. So, hinten ist jetzt dieses, ja, im Endeffekt das, was vorher hier gefehlt hat, von dem unteren Teil, nämlich mal stark, beziehungsweise was hinten... Ja, das am Schwanz drauf montiert worden ist quasi. Das Gegenstück zu dem, da möchte ich beinahe sagen. Himmel, sag ich mal. Himmel. Geh mal ganz nach außen hier. Der war shit. Vor allem, ich meine, da hinten war ich schon weit draußen. Aber hier bin ich ja super weit. Ab und weit draußen. Yeah. Auf jeden Fall hat man schönen Blick von hier. Sagen wir so. Ja. Apropos. Nee, so komme ich nicht da drauf. Von hier aus komme ich nicht da drauf. Es sei denn natürlich... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine riesen Idee, wie ich da hochkomme. Das könnte... vielleicht läuft das ja so, vielleicht. Ein bisschen so. Nein, nee, nicht ganz. Sonst springe ich gleich von der Seite einfach mal dagegen, weil ich wie oben drauf mal stehen wollte. Ah, nee, es klappt doch so. Gut, gut. Okay. Ist schon ein monströses Teil, was wir uns zusammenbauen hier. Ein bisschen auch filigran, wenn ich mir hier so ansehe, dieses Tail-Stück hier hinten dran, was da so abgeschossen worden ist.
Generell, wo die Teile aufgeschlagen sind im Sonnensystem verschieden, das ist schon extrem, möchte ich sagen. Und bis jetzt sehe ich immer noch nicht, wie hier dieser Haken hier oben irgendwie in Nutzung kommt, möchte ich beinahe mal sagen. Weil es sieht nicht aus, ob wir irgendwas machen können hier noch gerade damit. Sind nur Dekoration oder was? Oder soll hier ein anderes Schiff auch noch rein zwischendurch? Vielleicht in Zukunft eins? Mal gucken. Jumpen wir erstmal wieder zurück. Gut, gut, gut. Ich würde sagen, so viel zu dem erstmal wieder Railjack für heute, beziehungsweise für die nächsten 12 Stunden. Und sehen wir uns danach immer wieder, wenn wieder eine Stufe dazukommt. Und dann bin ich mal gespannt, was dann so geht. Geld müsste ich zwar noch genug haben, aber ich gehe wahrscheinlich danach gleich noch ein bisschen in den Index, nur um sicher zu gehen. Vor allem, weil ich sonst gar nichts mehr habe, wenn es so weitergeht. Und dann muss ich die Ressourcen auf jeden Fall noch farmen gehen. Gerade hier das Abbauen. Beim Abbauen baut man zwar auch mental ein bisschen ab bei der ganzen Geschichte, aber... Naja, sag ich mal. Seht ihr, ich meine, da hinten das Ding so da hinten drauf gebaut. Moment mal, wir sind wirklich wegen dem kleinen Stück nur gerade losgezogen. Hätte man nicht davon was abnehmen können, einfach dran bauen können? Naja, schauen wir nicht. Okay, bis ich sage also erstmal und ciao.